Zwei Kaderchecks haben wir noch. Einmal Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg. Und auf die Fuggerstädte, auf die wollen wir jetzt mal genauer schauen. FC Augsburg, los geht's. Ich bin Max, schön, dass ihr mit am Start seid. Lasst gerne mal ein Like da, wenn ihr mindestens einen Spieler habt von Augsburg in einem eurer Teams. Ich kann es mittlerweile schon nicht mehr sagen, wir haben es geschafft, weil zwei Teams haben wir noch übrig, wie gesagt. Und schreibt in die Kommentare, wer es ist, lasst uns da gemeinsam diskutieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Hier muss nochmal ein ganz fettes Danke rausgehauen werden. Wir werden so viel mehr in den letzten Tagen, es ist wirklich Wahnsinn, das mitzuerleben. Also vielen, vielen Dank. Damit ist genug gequatscht, wir gehen rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Was soll man sagen zum FC Augsburg? Die gelten seit Jahren für viele als Abstiegskandidat, immer vor der Saison. Und auch in dieser Spielzeit haben sie, glaube ich, viele auf dem Zettel. Unter den letzten drei, unter den letzten vier. Aber die haben sich ganz ordentlich verstärkt, haben gar nicht so eine schlechte Truppe aus meiner Sicht. Und wie genau die aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Ja, so haben die oft gespielt, hinten raus mit Rafa Gikiewicz im Kasten. Der hatte eine richtig gute Saison, eine erste Saison beim FC Augsburg. Die zweite war auch okay, die letzte, die war jetzt nicht ganz fehlerfrei. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Rechte Seite Robert Gumni, dann in der Mitte mit Jeffrey Jauveleo und Felix Udukai und auf der linken Seite Jago und dann eben so ein Vierer-Mittelfeld mit Vargas, Rex Becai, Engels, der im Winter kam und finde ich extrem gut eingeschlagen ist. Zumindest die ersten Partien hinten raus, dann ein bisschen unauffälliger. Das lag aber daran, dass die ganze Mannschaft jetzt nicht so wahnsinnig toll performt hat. Dann Meier über die andere Seite und vorne der eingespielte Sturm mit Mergen Berisha, den hat man mittlerweile ja fest verpflichtet von Fenerbahce Istanbul und der Ermedin Demirovic. Aber man hat sich auf den entscheidenden Positionen, finde ich, nochmal verstärkt. Es ist, sieht besser aus als im letzten Jahr, wie genau zeige ich euch. Denn man hat zugeschlagen im Sturm und hat sich da erstmal Florian Tietz geholt vom SV Darmstadt. Gefühlt den letzten Stürmer, der Tore schießen kann, bei den Darmstädtern weggeholt. Genauso wie Sven Michel von Union Berlin, finde ich eigentlich auch einen ganz smarten Transfer, war da nur Joker, da kamen jetzt einige Stürmer, der musste da weg und Augsburg hat sich gesagt, komm, den nehmen wir mal mit, weiß nicht, muss mal gucken, ob das funktioniert. Dann hat man den Torwart gewechselt, weil der Vertrag von Gikiewicz ausgefallen ist. Finn Dahmen hat man sich da geholt, das war relativ früh klar, dass der kommt von Mainz, finde ich, ist ein echt guter, hat lange gespielt in der U21 als Stammkeeper, von daher da hat er sich schon ausgezeichnet. Bei Mainz auch, als Zentner verletzt war, da hat der Augsburg definitiv jetzt einen guten Rückhalt und man hat sich nochmal bedient beim SV Darmstadt in der Verteidigung. Patrick Pfeiffer kam für ganz, ganz kleines Geld. Auch das finde ich ein richtig guter Transfer. Ist noch relativ jung, ich meine so 23, 24, hat einige Kopfballtore gemacht letztes Jahr bei den Darmstädtern. Auch das ist auf jeden Fall ein Stil und da hat Augsburg gute Arbeit geleistet. Und dann hat man nochmal in der dritten Liga zugeschlagen, beziehungsweise beim Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und sich Masaya Okugawa geholt. Eben wie gesagt vom Arminia Bielefeld. Der hat teilweise wirklich gut performt in der Bundesliga. Es hat mich auch gewundert, dass den kein anderer irgendwie verpflichtet hat. Und dann noch Tim Breithaupt vom Karlsruher SC für das defensive Mittelfeld. Also man hat rundum in jedem Mannschaftsteil was getan und ich finde, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Die Vorbereitung auf die Bundesliga, die war ganz in Ordnung und ich würde sagen, wir schauen direkt mal drauf, wie die Startelf aussehen könnte in den ersten Partien. Ich habe das schon mal vorbereitet. Im Kasten natürlich Finn Dahmen, über den haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Dann hat der FCA ein Problem auf der Rechtsverteidigerseite, denn Robert Gumni, der fällt aus, Engels soll da aushelfen, hat das einige Male schon gemacht, jetzt in der Vorbereitung. Und auch die Innenverteidiger gehen langsam aus, denn Patrick Pfeiffer ist rot gesperrt, nimmt noch eine rote Karte mit aus dem letzten Spiel in der zweiten Bundesliga für eine Tätigkeit, ich meine zwei oder drei Partien tatsächlich. Jauveleo, der ehemalige Kapitän, war lange verletzt, gilt auch als Abschiedskandidat, also mit dem scheint Enrico Maaßen gar nicht mehr zu planen, deswegen gibt es da die Auswahl zwischen dem Rückkehrer Winter und Bauer, aktuell sehen wir da Winter tatsächlich in der Pole Position und dann eben Felix Udukai, auch der galt in den letzten Tagen noch als Abschiedskandidat, hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Wir wissen alle, das muss nichts heißen im Fußball, also kann auch sein, dass er jetzt in zwei Tagen weg ist. Ansonsten sehen wir die Innenverteidigung mit Winter und Udukai gesetzt, solange eben bis Patrick Pfeiffer dann zurückkommt. Auf der linken Seite, Mats Pedersen hat das schon die letzten Jahre in aller Regelmäßigkeit gemacht, hat gute Spiele und teilweise wirklich Spiele, die unterirdisch sind. Wir hoffen mal für den FC Augsburg, dass es vornehmlich gute Spiele sind jetzt zu Saisonbeginn. Dann auf der rechten Seite haben wir Vargas, links dann Meier, im Mittelfeld Dorsch und Tim Breithaupt. Wie gesagt, er kam vom Karlsruher SC, duelliert sich da mit Elvis Rex Becai, aber aktuell hat er wohl die Nase vorn, das muss man ganz klar so sagen. Und dann der Doppelsturm bestehend aus Sven Michel, der hat wohl die Nase vor Philipp Tietz, warum auch immer, hat viel gespielt in der Vorbereitung.
Vorbereitung. Und dann eben der neue Kapitän, Ermedin Demirovic. Der hat quasi eine Stammplatzgarantie, weil er eben Kapitän ist. Das muss man mal erwähnt haben. Also die beiden könnten es richten. Es gibt natürlich noch Mergen Berisha, aber auch der gilt als Abschiedskandidat. Es könnte ein richtiger Win werden für Augsburg, denn die hatten den ja ausgeliehen von Fenerbahce, dann fest verpflichtet für eine Ausstiegsklausel von 4 Millionen. Und wenn sie jetzt Glück haben, können sie den für, keine Ahnung, 10, 12 Millionen verkaufen an einen anderen Bundesligisten. Also auch der spielt keine Rolle aktuell im System von Enrico Maaßen. Sollte der bleiben, bis das Transferfenster geschlossen ist, dann könnte sich das natürlich nochmal ändern, weil dass er Qualität hat, das ist unbestritten. Aber aktuell Michel und Demirovic. Wo ist er denn? So. Wir haben jetzt nicht hier Okugawa erwähnt, das liegt auch daran, weil der noch verletzt ist, beziehungsweise noch großen Trainingsrückstand hat. Der käme dann eben auch in Frage für die rechte Seite, zum Beispiel für Ruben Vargas. Und ansonsten gibt es natürlich noch einen Dion Bello für die Spitze, aber auch der hat aktuell eher das Nachsehen, wird eher die Joker-Rolle übernehmen. Also wie gesagt, Michel und Demirovic, das sind die zwei, die es dann richten sollen beim FC Augsburg. Ich kann mir vorstellen, dass die sich wieder sehr schwer tun werden, aber am Ende nicht absteigen. Ihr seht das eh nicht, deswegen sind die Preise bei Kickbase relativ günstig. Und bei wem es wirklich Sinn macht, den sich gerade zu Beginn nochmal reinzustellen, schauen wir uns jetzt nochmal an. Also erstmal muss man sagen, das Auftaktprogramm, das hat es definitiv in sich. Man startet zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Für mich ja vielleicht die Mannschaft der Saison. Ich sehe die deutlich stärker als die meisten anderen, habe ich das Gefühl. Dann auswärts beim FC Bayern München. Im Normalfall gibt es da eine fette Klatsche. Und die erste Partie ist dann am dritten Spieltag, wo man sich richtig messen kann, gegen den VfL Bochum, das für den Hinterkopf. Wir starten mit Finn Dahmen, 12,6 Millionen, ist krass gestiegen in den letzten Wochen, hat wie gesagt auch bei Mainz gezeigt, dass er was kann und wir wissen alle, wie Gikiewicz gepunktet hat, teilweise bei Augsburg und wenn er daran anknüpfen kann, dann sind 12,5 Millionen, finde ich, ein fairer Preis, der wird mit Sicherheit viel auf die Hütte bekommen, davon können wir ausgehen, also er wird sich auszeichnen können, deswegen, ja, weiß nicht. So 13,5, 14 Millionen würde ich für den schon auf den Tisch legen tatsächlich. Dann haben wir Jeff Govelow, wie gesagt, verletzt, beziehungsweise war verletzt. Spielt jetzt aktuell nicht so wirklich die Rolle unter Enrico Maaßen. Würde ich jetzt nicht unbedingt drauf gehen. Felix Udukai für 5,3 Millionen, finde ich, könnte das ein Gamble sein und vielleicht auch ein kleiner Steal, weil der war teilweise schon viel, viel, viel teurer. Lag schon teilweise bei über 10 Millionen im letzten Jahr. 52er Schnitt ist natürlich nichts, aber er hat immer wieder gute Partien hingelegt, wo er grüne Balken gezeigt hat. Von daher, wie gesagt, 5,3 Millionen für den Beginn würde ich das mal in Erwägung ziehen. Dann haben wir Patrick Pfeiffer, der hat ja wie gesagt die rote Karte. Ich glaube, die ersten drei Partien fällt er aus, korrigiert mich, wenn es zwei sind. Ich habe es gerade nicht 100% auf dem Schirm. Aber wenn diese rote Karte ausläuft, dann ist der ein fetter, fetter Call. Schaut euch an, letztes Jahr bei Darmstadt 110 Punkte im Schnitt in der zweiten Liga. Ich könnte mir vorstellen, der macht so einen 75er, 80er Schnitt und für das Geld, ich denke, der wird dann so auf, weiß ich nicht, 3,5 Millionen gesunken sein, vielleicht 3 Millionen. Könnte das wirklich richtig, richtig nice werden bei Kickbase. Dann haben wir Mats Pedersen, wie gesagt, gesetzt auf der linken Seite für unter 4 Millionen. Also da kann man auch mal easy locker mit 5,5 Millionen reingehen. Da macht ihr auf keinen Fall was falsch. Ich habe den auch zugelost bekommen, Gott sei Dank. Iago soll auch verkauft werden, spielt auch keine Rolle aktuell bei Enrico Maaßen. Also macht der kurzen Prozess. Mit den Jungs fängt er aktuell auch wirklich gar nichts an. Winter könnte halt, wie gesagt, starten am ersten Spieltag. Danach würde er wahrscheinlich auch keine Rolle mehr spielen. Deswegen weiß ich nicht. Der Marktwert geht auch runter. Vielleicht bekommt ihr den jetzt für ganz kleines Geld, um ihn dann am ersten Spieltag aufzustellen, dann wieder zu verkaufen und das Geld dann anderweitig zu investieren. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise bei Winter. Dann haben wir Niklas Dorsch im Mittelfeld. 7,1 Millionen finde ich persönlich zu teuer. Letztes Jahr ein 25er Schnitt, da wurde er auch oft eingewechselt nach seiner wirklich elendig langen Verletzung. Aber auch davor, schaut mal an, wann er seinen letzten grünen Balken gemacht hat, gefühlt. Vor über einem Jahr hier gegen Köln kann ich mich erinnern, dieses ultra geile Tor aus 30 Metern. Aber ansonsten hat er jetzt noch nicht so geglänzt im Augsburger Trikot. Deswegen, da würde ich eher auf andere Spieler gehen. Meier dagegen hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Viele Tore, viele Assists, vielleicht der Gewinner der Vorbereitung beim FC Augsburg. Ähnliches Preissegment, letztes Jahr ein 50er Schnitt, davor das Jahr war es ein 60er Schnitt, also auch nicht viel besser. Aber ich könnte mir vorstellen, der steigert seine Leistung in diesem Jahr. Einfach wenn man mal schaut, wie die Vorbereitung gelaufen ist, vielleicht macht er mal einen 65er, 70er Schnitt. Und dafür finde ich es okay, gerade wenn zu Beginn es jetzt nicht allzu viele Alternativen gibt für das Geld. Dann haben wir Okugawa, da gilt das gleiche wie für Patrick Pfeiffer. Ich denke, wenn er fit ist, dann würde er auch spielen. Aktuell außen vor, wenn er zurückkommt, dann wird das definitiv noch ein Faktor werden beim FC Augsburg. Letzte Saison, das war eigentlich letztes Jahr, bei Bielefeld 71 Punkte im Schnitt. Die sind da ja sang- und klanglos abgestiegen.
Also den muss man sich unbedingt merken und den würde ich mir definitiv auf die Scouting-Liste packen. Engels hilft aus hinten rechts. Ich kann mir vorstellen, dass er ins Mittelfeld rückt, sobald Gummi wieder fit ist oder eben bleibt hinten rechts. Also der wird gesetzt sein. Hat am Anfang stark gepunktet, dann stark nachgelassen. Weiß nicht. Also auch den habe ich in einer anderen Liga zugelost. Bin ich eigentlich aktuell ganz happy mit. Aber ja, ist jetzt auch keiner, wo ich sage, da müsst ihr unbedingt drauf gehen. Und dann haben wir eben die ganzen Stürmer. Tietz, Demirovic, Beljo, Berisha haben wir drüber gesprochen. Auf keinen Fall drauf gehen. Es sei denn, die Transferperiode ist beendet und er spielt immer noch bei Augsburg. Oder er wird natürlich auch interessant, wenn er Bundesliga intern wechselt. Das war ja mal die Rede vom SV Werder Bremen. Ich denke, das ist raus, dadurch, dass Füllkrug geblieben ist. Stuttgart könnte ich mir vorstellen, wenn Gerassi wirklich noch gehen sollte und da verletzt, dann ziehen die das vielleicht nochmal in Betracht. Ansonsten, ja, würde ich sagen, im Auge behalten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Demirovic steigt jetzt aktuell extrem, einfach weil er Kapitän geworden ist und damit gesetzt. 70er Schnitt im letzten Jahr, kann man mal drauf gehen, würde ich maximal 14,2, 14,3 für zahlen. Ansonsten ist es zu teuer, meiner Ansicht nach. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das sind so die Spieler, wo man überlegen kann. Ich würde vor allen Dingen mit Verteidigern gehen, wie bei den meisten schwächeren Teams. Also ein Udokai, ein Pfeiffer finde ich wirklich heiß. Wie gesagt, aber auch ein in Pedersen, wie gesagt. Für das Geld kann man das definitiv machen. Und damit sind wir durch mit dem FC Augsburg. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Morgen startet wieder die Bundesliga und morgen sehen wir uns natürlich auch wieder. Bis dahin hoffe ich, dass ihr einen schönen Abend habt. Macht's gut, wir sehen uns morgen. Tschüss.